Hallo ihr Lieben, mein Name ist Mona und wie ihr sehen könnt, befinde ich mich aktuell noch im Homeoffice. In diesem Video möchten wir euch zeigen, wie das Einreiseformular für die Azoren funktioniert. Dieses Video befindet sich allerdings auf dem Stand von Februar 21. Das heißt, aufgrund der aktuellen Corona-Situation können sich natürlich die Einreisebestimmungen jederzeit verändern. Da schaut bitte auf jeden Fall beim Auswärtigen Amt immer nach den aktuellen Informationen. Wenn ihr allerdings eine Reise auf die Azoren geplant habt oder vielleicht sogar bereits gebucht habt, dann bleibt jetzt dran. In unserem heutigen Video möchten wir euch zeigen, wie das Einreiseformular für die Azoren ausgefüllt wird. Diesen Link zu diesem Einreiseformular hier findet ihr entweder unter dem Video oder den bekommt ihr auch über die Seite des Auswärtigen Amtes. Hier bei Fragebogen online ist das zu finden. Und zwar füllt ihr hier den Fragebogen online aus, allerdings erst, wenn ihr bereits 72 Stunden vor eurer Reise einen negativen Corona-Test gemacht habt und dieses Dokument bereits erhalten habt, das euch diesen Test nachweist. Denn erst dann könnt ihr diesen Fragebogen ausfüllen. Außerdem gibt es noch ein weiteres Formular, das wäre dieses. Das ist auszufüllen, wenn ihr das Online-Formular nicht ausgefüllt habt. Das wäre dann bei Einreise auszufüllen, aber nur, wenn das hier nicht vorab ausgefüllt wurde. Weiterhin, wenn ihr euch entschieden habt, eine Reise zu machen, bei der ihr zwischen den verschiedenen Inseln hin und her reist, das heißt, ihr startet auf einer Insel, bereist eine zweite, vielleicht eine dritte, eine vierte und fliegt wieder nach Hause, dann habt ihr ein sogenanntes Inselhopping und müsst noch ein weiteres Formular zusätzlich zu entweder dem Online-Fragebogen oder dem Online-Formular als PDF hier ausfüllen. Wenn ihr eine Reise habt auf einer fixen Insel und ihr entscheidet euch aber, einen Bootsausflug zu einer der anderen Inseln zu machen, dann gibt es hier noch ein weiteres Formular, das ihr in dem Fall dann auch noch ausfüllen müsst. Das zeigen wir euch jetzt alles. Das Online-Formular, das ihr als Grundlage generell für alles ausfüllen müsst, ist dieses hier. Was ihr nämlich auch in dem Link unten findet, wie gesagt. Wir klicken hier und werden weitergeleitet. Hier ist es jetzt ganz, ganz wichtig, dass ihr Deutsch auswählt, denn nur jetzt habt ihr die Möglichkeit, hier zwischen Deutsch und Portugiesisch zu wechseln. Sonst könnt ihr nämlich leider nur zwischen Englisch und Portugiesisch wechseln. Deutsch, glaube ich, ist da doch praktischer. Wenn ihr auf hier klickt, bekommt ihr wichtige Einreiseinformationen, nämlich zum Beispiel, dass ihr auf jeden Fall ein negatives Testergebnis, das nicht älter als 72 Stunden vor Anreise für einen Covid-19-Test benötigt. Dazu stehen alle detaillierten Infos nochmal hier drinnen. Zum Beispiel auch, dass Kinder bis 12 Jahre nämlich keinen Test benötigen. Dann schauen wir hier. Wir müssen jetzt eine Airline auswählen, mit der wir einreisen. Die können wir ganz einfach anklicken. Wenn euch keiner der drei hier vorne bekannt vorkommt, klickt ihr auf andere. Wir haben das Ganze schon mal für euch vorbereitet. Und zwar geht es dann nämlich genau so weiter, dass es die nächste Ansicht, die kommt. Hier könnt ihr eure Herkunft auswählen, das heißt den Flughafen, von dem ihr ausreist. Hier sind alle Flughäfen angegeben, die eure Airline quasi ansteuert. Das heißt, ihr müsst da nicht selbstständig eingeben, ihr müsst einfach nur aus dieser Liste hier auswählen. Und dann könnt ihr hier bei Ziel die entsprechende Insel auswählen, auf die ihr reist. Auch diese sind alle schon vorgegeben. Die Flugnummer und das Einreisedatum auswählen, das geht hier ganz einfach über die Kalenderfunktion und weiter geht's. Auch das haben wir schon für euch vorbereitet. Hier wählt ihr eure personenbezogenen Daten aus. Wichtig, hier kommt eine Reisepass- oder Personalausweisnummer rein. Je nachdem, ihr habt das Ganze ja vorher auf Deutsch übersetzen lassen. Es kann sein, dass hier oben statt Reisepass mal Gesundheitsnummer drin steht. Hier ist allerdings der Reisepass gemeint oder der Personalausweis. Davon bitte nicht verwirren lassen. Weiterhin
füllt ihr hier eure Adresse des Bestimmungsortes aus. Das bedeutet die Insel, zu der ihr reist. Dann Grafschaft und Gemeinde und die Straße eures Hotels. Und zwar funktioniert das wie folgt. Grafschaft ist sowas wie unsere Bundesländer quasi. So könnt ihr euch das vorstellen. Teilweise stehen diese Grafschaften oder, wenn ihr so wollt, Bundesländer mit einem Komma oder in Klammern hinter der Adresse eures Hotels. Wenn das nicht der Fall ist, kann man es zum Beispiel googeln. Ganz besonders schnell geht aber, ihr wisst ja immer, in welcher Straße euer Hotel liegt. Und ihr bekommt natürlich ja auch eine Stadt zu eurem Hotel genannt. Hier sind alle Grafschaften aufgelistet und ihr könnt bei jeder Grafschaft die einzelnen Städte sehen. Das heißt, ihr müsst eigentlich einfach nur wissen, in welcher Stadt sich euer Hotel befindet. Dementsprechend könnt ihr hier durchschauen, ist es dabei? Nein, dann gucken wir noch eins weiter. Hier finden wir jetzt unsere Stadt, wählen diese aus und schon ist auch dieser Punkt erledigt. So könnt ihr es euch wirklich am allereinfachsten machen, könnt es natürlich wie gesagt auch googeln. Aber wenn ihr wisst, in welcher Stadt es ist, könnt ihr hier die Gemeinden durchgehen und bekommt auf jeden Fall die Städte angezeigt. Dann ist ganz wichtig bei den Azoren, wenn ihr nur eine Woche unterwegs seid, dann könnt ihr hier Nein ankreuzen, denn dann ist eure Reise quasi nicht verlängert. Wenn ihr allerdings eine längere Reise als eine Woche vornehmt, dann müsst ihr hier Ja ankreuzen, denn dann wird am 6. Tag eurer Reise ein neuer Covid-19-Test fällig. Das heißt, ihr müsst hier nochmal angeben, auf welcher Insel ihr seid, nochmal die Grafschaft, die Gemeinde und die Straße eures Hotels. Wenn das das gleiche ist wie oben, einfach nochmal entsprechend auswählen oder falls ihr ein zweites Hotel besucht, natürlich dann auch dieses auswählen. Wenn es allerdings dem Datum eurer Reise dann fürs neue Testergebnis entspricht. Hiermit bestätigt ihr, dass ihr verstanden habt, dass ihr ab dem 6. Tag dieses Testergebnis bei der Gesundheitsbehörde nochmal machen müsst. Denn wie gesagt, ab einer Woche Aufenthalt ist für die nächste Woche Aufenthalt oder für eine weitere Reisedauer nochmal ein neuer Test erforderlich. Das ist ganz wichtig. Dann kommen hier eure Reisedetails. Der Reisegrund werden hier verschiedene angezeigt. Wäre im Falle Tourismus die Erholung. Dann könnt ihr hier noch einen alternativen Kontakt im Zielort angeben. Wenn ihr oben schon eure Kontaktdaten mit der Handynummer angegeben habt, reicht es aus. Hier ist auch kein Sternchen, es ist also kein Pflichtfeld. Wenn ihr sagt, ihr seid zum Beispiel bei Bekannten untergekommen oder ihr wollt die Nummer von eurem Hotel noch mit angeben, könnt ihr das hier natürlich gerne tun. Das ist eure Buchungsnummer und hier könnt ihr eine Sitzplatznummer eintragen, falls ihr bereits Sitzplätze reserviert habt oder schon einen Sitzplatz zugewiesen bekommen habt. Wenn das nicht der Fall ist, ist hier kein Sternchen, es kann also frei bleiben. Hier entsprechend ankreuzen, ob ihr ein Besatzungsmitglied im Dienst seid oder ob ihr noch auf eine andere Insel reisen werdet. Wenn ihr jetzt aus einem anderen Risikogebiet kommt, müsst ihr hier Ja ankreuzen. Zurzeit ist Deutschland ja ein Risikogebiet, deswegen kreuzen wir hier Ja an und geben es entsprechend an. Hier geben wir unsere Symptome ein. Es ist natürlich am besten, wenn ihr überall mit Nein antworten könnt. Bitte seid aber so ehrlich, wenn ihr zu dem Zeitpunkt Fieber habt, Husten oder Atemprobleme, müsst ihr Ja ankreuzen. Das kann zum Ausschluss für diese Reise führen. Dann wäre es auch sinnvoll, das Gesundheitsamt zu informieren, wenn solche Symptome auftauchen und mit denen entsprechend abzuklären, wie ihr vorgehen sollt. Aber hier bitte auf jeden Fall ehrlich ankreuzen. Hier könnt ihr ein Testergebnis einfügen als PDF. Und das müsst ihr auf jeden Fall einfügen, denn sonst kann man dieses Formular hier nicht abschicken. Also ohne dieses Feld auszufüllen geht es nicht. Dann gehen wir hier einmal weiter und müssen hier bestätigen bzw. zustimmen, dass wir verstehen, dass bei einer Weigerung gegen die Vorsichtsmaßnahmen gegen Covid-19 die Gesundheitsbehörde dazu verpflichtet ist oder die Erlaubnis hat, einen Quarantäne zu schicken oder einen weiteren Covid-19-Test zu verlangen und auch beides. Das heißt, wenn ihr gegen die Covid-19-Verordnung auf den Azoren verstoßt,
dann schaltet sich das Gesundheitsamt ein. Damit bestätigen wir hier, dass wir das Ganze verstanden haben. Und weiterhin erklären wir hier zum Datenschutz, dass wir unsere Daten wahrheitsgemäß angegeben haben und dass wir den Zweck verstanden haben, nämlich dass es hier gegen die Eindämmung des Covid-19-Virus geht und dass nur dafür diese Daten gesammelt und vom Gesundheitsamt verarbeitet werden. Genauso auch hier eben diese Verarbeitung durch das Gesundheitsamt. Dann können wir hier auf Einreichen klicken und ihr bekommt einen QR-Code, der wie folgt aussieht. So sieht dann dieses Formular aus, das ihr entweder ausdrucken könnt oder auf dem Handy gespeichert haben könnt. Das geht beides. Natürlich bietet es sich immer an, das Ganze auszudrucken, denn dann habt ihr es in Papierform dabei, könnt den QR-Code abscannen und gut ist. Dann müsst ihr auch keine Angst haben, dass mit dem Handy vielleicht etwas nicht funktioniert. Dann gibt es hier noch dieses PDF-Formular, das wir bereits erwähnt haben. Wenn ihr dieses Online-Formular, das wir jetzt durchgegangen sind, nicht ausfüllen konntet vor der Einreise, dann füllt ihr bei der Einreise dieses Formular hier aus. Funktioniert genauso wie das Online-Formular, ist nur ein PDF. Hier gebt ihr eure personenbezogenen Daten inklusive Personalausweis oder Reisepass mit der entsprechenden Nummer an. Wählt auch hier wieder die Gemeinde, also auch wieder diese Grafschaft aus. Funktioniert wieder ganz genauso wie eben in dem Formular. Der einzige Unterschied sind dann diese Optionen 1, 2 oder 3, die ihr hier auswählen müsst. Und zwar bedeutet Option 1, dass ihr bestätigt, dass ihr ein Dokument dabei habt, das euch einen negativen Corona-Test bestätigt. Dann hier ankreuzen und das Datum eures Tests angeben. Option 2 bedeutet, dass ihr den Test bei Einreise durchführt, bei der entsprechenden Gesundheitsbehörde. Das entsprechend hier mit einem Datum bestätigen. Und Option 3 ist für alle die, die zwischen den Inseln nochmal reisen wollen, das heißt auf einer Hauptinsel sind und einen zum Beispiel einen Bootsausflug zu einer anderen Insel machen wollen, aber ihr Hotel nicht wechseln. Und dann kreuzt ihr Option 3 an, dass ihr bei Einreise einen Test durchführt bei der Gesundheitsbehörde oder auch schon ein Testergebnis dabei habt. Und dass ihr entsprechend, wenn ihr auf eine andere Insel reist und wenn noch kein negatives Ergebnis vorliegt oder ein abgelaufenes Ergebnis nur vorliegt, dass ihr euch hiermit verpflichtet, ein weiteres Ergebnis zu machen, das auch natürlich ein negatives sein muss. Dieses negative Corona-Testergebnis darf nämlich für die Reise auf eine andere Insel sowie für den weiteren Aufenthalt auf den Azoren nicht älter als 6 Tage sein, denn ab dem 6. Tag wird quasi ja dann dieses neue Testergebnis für einen weiteren Aufenthalt als eine Woche benötigt. Das Ganze bestätigt ihr dann einmal hier unten. Das ist nur für die Gesundheitsbehörde. Das müsst ihr selbst nicht unterschreiben. So viel zu diesem Formular. Und dann gibt es, wie angekündigt, noch diesen kleinen Anhang, der zusätzlich zu dem Online-Formular oder dem eben erklärten PDF-Formular ausgefüllt werden muss, falls ihr dieses sogenannte Inselhopping betreibt. Das heißt, falls ihr auf einer Insel startet, eine zweite, vielleicht eine dritte oder vierte oder wie auch immer, vielleicht sogar alle Inseln der Azoren bereist. Und dafür ist dann dieses Formular. Hier geben wir auch wieder die gemeindeeigene Gesundheitsbehörde an. Das ist auch wieder diese Grafschaft quasi oder dieses Bundesland auf der Insel, auf der ihr euch befindet. Das heißt, ihr schaut, auf welcher Hauptinsel oder auf welcher ersten Insel bin ich denn und wählt hier entsprechend, wie bereits erklärt, die Gemeinde aus. Dann zu eurer Fahrt. Das sind eure personenbezogenen Daten. Auch hier wählt ihr aus, mit welchem Reisedokument ihr reist und gebt die Nummer ein. Eure Kontaktdaten. Mit Gemeinde ist hier die Stadt oder der Wohnort gemeint. Und dann gebt ihr hier alle Inseln an, auf denen ihr euch aufhalten werdet. Sowie eine E-Mail-Adresse. Hier bei den Reiseinformationen ist es besonders wichtig, jetzt auszuwählen, ergänzend zu allen Inseln, die ihr bereist, wo fange ich an und wo höre ich auf. Das heißt, euren Startpunkt der Reise bitte hier oben ankreuzen und den Zielpunkt der Reise, also die letzte Insel, die ihr besucht, wird hier unten angekreuzt. Dann wird hier unten das Transportmittel oder die Gesellschaft ausgewählt, mit der ihr zwischen den Inseln hin und her reist. Wird das zum Beispiel mit dem Flugzeug geschehen, dann wählt ihr das entsprechend aus mit der entsprechenden Fluggesellschaft. Wird das mit einer Fähre passieren,
Dann natürlich Fähre ausfüllen und entsprechend das Unternehmen, das euch befördern wird, bitte mit angeben. Weiterhin muss hier die COVID-19-Analysenummer eingetragen werden. Das ist eure Nummer, die auf dem negativen Testergebnis steht. Hier dann auch negativ ankreuzen. Nicht so gut wäre es, wenn ihr positiv ankreuzt, aber hier natürlich auch ehrlich bitte sein. Und natürlich auch das Labor mit angeben, wo ihr dieses Testergebnis erhalten habt und das Testdatum. Hier bitte eintragen, wenn ihr länger als eine Woche unterwegs seid. Das heißt, wie gesagt, am 6. Tag fällt dann ein neuer Test an, wenn ihr länger als eine Woche auf den Azoren reist. Hier dann entsprechend angeben, wann dieser neue Test durchgeführt wird. Auch hier erklärt ihr wieder, dass ihr alle Informationen wahrheitsgemäß ausgefüllt habt und verstanden habt. Und hier ist wieder einmal das Unterschriftsfeld für die Gesundheitsbehörde. Das hier ist jetzt das letzte Formular, das auszufüllen wäre, je nach Art eurer Reise. Wenn ihr die klassische Pauschalreise habt, die quasi sich nur mit einer einzigen Insel beschäftigt, ist natürlich hier das richtige Formular für euch, wo ihr nur eure eigenen Passagierdaten mit angebt, dieses Online-Formular. Wenn ihr Inselhopping macht, ist das hier auszufüllen plus ergänzend dieser Anhang. Und wenn ihr eine Reise macht, bei der dieses Online-Formular hier noch nicht auszufüllen ist, wie gesagt, gibt es diese Erklärung hier, die zusätzlich noch auszufüllen ist, falls ihr einen Ausflug mit einem Freizeitboot nur für einen Tag unternehmt und das Hotel nicht wechselt. Wir hoffen sehr, wir konnten alle eure Fragen zum Thema Einreise auf die Azoren und zum Thema Fragen zu diesen Formularen beantworten und euch erklären, wie genau das denn ausgefüllt werden muss. Falls Fragen sind, gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten freuen wir uns natürlich auf einen Daumen hoch und wir wünschen euch eine schöne Zeit auf den Azoren und viel Spaß bei eurer Reise.